Haben wir hier noch irgendwas? Ne, da unten ist die Truhe schon geöffnet. Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich gleich zum Kampf. Ja, da oben dieses komische Riesenrattenvieh. Oder was auch immer das ist. Waldlandwolf. Not acceptable. Es reicht. Sind wir überhaupt voll geheilt? Oh. Piep, piep, piep. Schrei uns nicht so an. Du machst mir keine Angst, du Bestie. Wir haben zwei Hunde getötet, zwei Wölfe da. Das ist es, richtig? Du wurdest aus deiner Heimat vertrieben. Von einer noch stärkeren Kreatur besiegt, hattest dich auf deiner Flucht hierher verschlagen. I see. Jetzt verstehe ich. Aber Kummer und Wut an den Schwachen abzureagieren, das ist eine menschliche Sünde. Menschliche Sünde, ja, aber es ist doch kein Mensch. Es war deine Pflicht, dich dem Gesetz des Waldes unterzuordnen, ihn einen Platz für dich finden zu lassen. Doch stattdessen hast du ihm sein Herz entrissen und ihn für dich beansprucht. Damit bist du zu weit gegangen, Bestie. Und ich werde das Urteil des Waldes vollstrecken. Oh ja, wir sind scheiße, wir sind voll geschwächt. Das war natürlich jetzt nicht so optimal, nie? Boah, der hat ein Fünfer-Schild. Ja, das war natürlich jetzt total kacke, dass wir da so geschwächt reingegangen sind. Aber wir kriegen... Das Vieh gleich weg, hoffentlich. Ah, jetzt greifen wir genau einmal noch mit Pfeil und Bogen an, dann haben wir den Bruch drin. Und dann lassen wir Gelinde angreifen, oder? Schade, dass das keine Schwäche ist. Also Kurzschwertschwäche hat das Vieh schon mal nicht. Ja, was aber bedeutet... Ich weiß nicht, wollen wir einmal ausprobieren, ob es auch Axtschaden nimmt? Ja, macht mehr, ist egal. Wir müssen weiter mit dem Pfeil und Bogen, schätze ich mal, gehen. Scheint bereit, jeden Angriff zu parieren. Oh. Ja. Alter! Die macht aber krassen Schaden. Da müssen wir uns schon ein bisschen heilen hier. Wir müssen mal mehr FP einsetzen. Yo, chill. Pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Ich glaube, das macht nämlich mehr Schaden dann, oder? Ne, Moment. Wir setzen den Boost einmal nicht ein. Weil dann haben wir eh den Bruch drin. Und jetzt können wir doch... Obwohl, Moment. Zählt der Boost auch auf die Jägerfertigkeiten? Ja, zählt. Dann nehmen wir den Pfeilhagel mit rein. Das war teuer, aber hoffentlich macht er auch viel Schaden. Ja, danach probieren wir einmal. Ah, wohl. Mal gucken, ob das Sinn macht. Probieren wir einmal den anderen, der nicht allzu teuer ist, weil vielleicht sollten wir den Pfeilhagel auch wirklich nur einsetzen, wenn es wirklich mehrere Gegner sind. Vielleicht machen die anderen Jägerfertigkeiten gegen einzelne Gegner immer noch mehr Schaden. Warum hat er jetzt nicht angegriffen? Aber jetzt brechen wir das Vieh wieder. Jetzt können wir zwar keinen Boost einsetzen, aber wir setzen mal den Präzisionsschlag ein für 10 FP. Obwohl, das macht weniger Schaden als der Pfeilhagel. Ja, wir müssen nochmal eine Heiltraube einsetzen. Wir müssen uns ganz schön feeden hier, ey. So. Autschi. Ich glaube, das hat irgendwie schon Sinn gemacht, ne? Wenn wir in der Stadt schon den einen Bogen gekauft hätten, oder? Hätte es einen Sinn gemacht? Eigentlich ja doch. Okay, wir setzen nochmal Linde ein. Hä?
Jetzt hat das Vieh doch eine Schwäche gegen Linde. Aber vorhin nicht. Okay. Aua. Boah, ist das normal, dass wir uns so oft heilen müssen bei den Kämpfen? Ey, aufhören. So, jetzt können wir noch einmal... Ah. Die Bestie setzt zum Sprung an? Was für ein Sprung! Nicht springen! Komm, Linde, gib alles. Es lebt immer noch. Wahrscheinlich nicht, weil es der... Was? Bin gespannt, ob du es schaffst. Achso. Wahrscheinlich nicht, weil es der erste Bosskampf ist. Mit dem Heilen meinst du, oder was? Ich weiß nicht, wir müssen uns aber jetzt gleich nochmal... Schon eigentlich irgendwie ja schon wieder eine Heiltraube reinpfeffern. Wie es aussieht. Jetzt darf das Vieh gleich zweimal angreifen, ne? Boah, das heißt, wir müssen uns eigentlich schon wieder heilen. Ja, irgendwas machen wir wohl falsch. Meinst du, ich mache irgendwas falsch? Aua. Das war der Tod von oben. Okay, brechen wir das Vieh wieder einmal. Und setzen, wenn es geht, nochmal die Jägerfertigkeit Pfeilregen ein. Aber Moment, wir können das so machen. Bei mir hat der erste Boss auch so lange gedauert. Ja, dann scheint es aber tatsächlich normal zu sein, oder? Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder das Schild brechen. Oh, please, no! Alter, wir brauchen unsere ganzen Heiltrauben. Boy, what the fuck ist hier los? Nein, nichts parieren hier. Ey! Nein, nicht im Sprung ansetzen! Hör auf damit! Aua. Ja, wir können die aber wieder brechen. Jetzt setzen wir Linde wieder ein. Oder machen wir wirklich irgendwas verkehrt? Das ist es immer. Das ist das Problem daran, wenn man keinen Lebensbalken vom Gegner sieht. Ich weiß nicht, ob wir irgendwas verkehrt machen oder nicht. Ich meine, man sieht zwar die Schadenspunkte, aber keine Ahnung. Vielleicht ist es aber doch irgendwie nicht richtig, was wir hier machen. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir schon wieder eine Heiltraube einsetzen. Aua. Immerhin haben wir unendlich Pfeile. Die können uns schon mal nicht ausgehen. Ey, nichts zum Springen hier. Gut, dass wir den jetzt brechen. Jetzt nochmal Linde einsetzen. Linde macht halt mehr Schaden, ne? Oder wir setzen einfach mal... einen Waldfuchs ein. Ja, macht ungefähr genauso viel Schaden wie Linde, ne? Aber... Letting my arrow fly in true. Aha, jetzt haben wir das Vieh aber. Wir sind jetzt echt den Gegner zu brechen und so viel Schaden zufügen, wie es geht. Ja, ja, gut, ist klar. Aber vielleicht hätte man irgendwie noch irgendwas Effektiveres einsetzen können, obwohl das ja schon die Schwäche war, die wir eingesetzt haben. Also eigentlich dürfte es nichts Effektiveres gegeben haben, denke ich mir mal. Ah. Ein Buntheiltrauben. Oho.
Aber yo. Nicht gestorben, Respekt. Naja, ich habe auch 6 oder 7 Heiltrauben eingesetzt, ne? Also, weiß ich nicht. Aber ja. Ich bin bestimmt 5 Mal oder so gestorben, okay. Hast du keine Heilung eingesetzt? Du hast dein Leben nicht umsonst gegeben, denn du wirst anderen als Nahrung dienen. Du bist jetzt ein Teil des Waldes und im Wald geht nichts verloren. Guten Appetit. Kommt, meine Freunde. Dieses Leben gehört allen. Die Pflanzenfresser dienen als Nahrung für alle Tiere, die Fleisch fressen. Die Fleischfresser wiederum sind Futter für die Stärkeren. Doch wenn der Stärkste von allen stirbt, dann kehrt sein Leben in den Wald zurück. Der ewige Kreis des Lebens. Dein Fleisch nährt den Boden, das Gras, sein Blut wird zum Lebenssaft, seine Gebeine werden zu Holz. Er wird Futter für die Pflanzenfresser und der Kreislauf beginnt von vorn. Nee, ich habe die Tänzerin nicht richtig eingesetzt, möchte aber nicht spoilern, wirst du schon sehen. Okay. Leben eng umschlungen, ein Teppich täglich neu gewoben, jede Faser Teil des Ganzen. Hör zu, Mädchen, ein Jäger zu sein bedeutet, Leben zu nehmen, aber nur, um selbst zu überleben. Vergiss niemals, es ist deine heilige Pflicht, weiterzuleben. Zu überleben und jene zu ehren, die durch deine Pfeile gefallen sind. Ja, solange er nur von der Jagd spricht, ist er der klügste aller Menschen. Wenn er sich doch allein damit befassen würde... Die Jagd ist vorbei. Jetzt ist es Zeit, sich um die Gefallenen zu kümmern. Good day. War die Jagd erfolgreich? Well. Die Bestie lebt nicht mehr. Diese Gräber. Yes. Ich habe mir erlaubt, sie auszuheben, während ich auf eure Rückkehr wartete. Ich danke euch, aber ich habe eine Bitte. Lasst die Tiere in Ruhe, möge der Wald sie sich holen. Das ist eine angemessene Bestattung für sie. Wie ihr wünscht. Aber das könnte auch ein Grund dafür sein, warum die Heiltrauben so günstig sind, ne? Dass damit man halt, denke ich mal, vielleicht irgendwie viele haben kann, weil man viele in den Kämpfen immer braucht. Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Spiel, ich weiß es nicht. Dass die Kämpfe relativ schwer sind und lange dauern, sodass man halt viele Heiltrauben zu sich nehmen muss, weiß ich nicht. Hagen, du bist zu uns zurückgekehrt. Hm? Ja, wo ist... Satan? Wo ist der Meister? Ist ihm etwas zugestoßen? Das hört sie nicht gut, das klingt nicht gut. Er ist verwirrt und verängstigt. Du bist in Eile hierher gelaufen, richtig? Und zwar allein. Braucht der Meister meine Hilfe? In ganz nach einem Jahr. Just so. Alles ist gut. Ruhig, Junge, ruhig. Hast du mitbekommen, Rothauser Straße bei der Schulz-Briesen-Haltestelle ist ein Baum umgekippt? Ja, hat Mama mir vorhin erzählt. Aber war auch verdammt windig, ey, als ich vorhin nach Hause gefahren bin. Heilige Scheiße, war richtig krass. Ist ja gut, guter Junge. Der Meister ist in Schwierigkeiten, so viel ist klar. Ja, ab hin. Ich muss schnell an seine Stelle eilen, wenn ihm etwas passiert. Hagen, kannst du mich zu ihm bringen? Ja.
ging ganz schön ab. Vor allem auch, es hat auch einmal ganz kurz angefangen, so ein bisschen zu hageln, ne, als ich auf dem Weg nach Hause war. Boah, wie das weh tat, ey. Das war noch so richtig windig dabei, dann doch der Fahrtwind, den ich auf dem Fahrrad hab. Und dann kam der Wind noch von vorne und dann die Hagelkörle gehört, so in mein Gesicht. Ich bin richtig so Fahrrad gefahren, weil ich konnte gar nichts mehr sehen. Und auch auf meine Hände, wie so überall 1000 Nadelstiche hat sich das angefühlt, ey. Das war richtig übel. Richtig, das war ein Abenteuer. Was immer auch passiert ist, wir werden ihn retten, du und ich. Ja, und Linde. Hallo, vergiss Linde nicht. Very well. Jäger gehen in den Flüsterwald, um ihr Können zu vervollkommen. Wer nur halbherzig jagt, wird irgendwann zum Gejagten. Hab das beim Auto auch gemerkt, sobald die Bäume weg waren, war auch im Auto richtig windig. Oh. Hanit, ihr habt das Herz und Talent einer wahren Jägerin. Indeed. Ihr habt Bestien gezähmt, ihnen euer Herz geöffnet, um eure Fähigkeiten zunutze zu machen. Splendid. Ihr werdet euren Meister schon bald übertroffen haben. Ich bin jetzt echt am Überlegen, den Bogen zu kaufen. Ich meine, was spricht denn dagegen? Dagegen würde vielleicht sprechen... Oh, der Wolfsbogen. Ist ja nochmal krasser. Dagegen würde vielleicht sprechen, dass wir jetzt auf dem Weg zu Zartan vielleicht einen in der Truhe finden. So wie diese Bronzerüstung hier. Die haben wir jetzt zum Beispiel... Ne, Moment. Bronzerüstung. Die wir haben. Bronzeweste. Ach so. Okay. Wir haben gar nicht... Okay. Ne, wir haben was anderes gefunden. Aber würde schon Sinn machen, oder nicht? Was glaubt ihr? Erstmal gehen wir hier wieder auf... Ja komm, wir holen uns mal ein paar mehr, oder? 10. Anscheinend braucht man ja relativ viele davon. Ich bin irgendwie dabei... Also ich glaube, ich kaufe einmal den Wolfsbogen. Ich meine, ich kenne das Spiel so nicht, ne? Ich wüsste aber auch nicht, was jetzt dagegen sprechen sollte, den sich zu holen. Der hat halt viel mehr Schaden, ne? Komm, wir machen das jetzt einfach. Ja, sofort ausrüsten. Ja. Ja, warum denn nicht? 1300. Jetzt können wir natürlich noch gucken, ob wir uns auch ein... Die Rüstung jetzt vielleicht nicht, oder? Helm vielleicht? Durch den Helm bekommen wir plus 20 physische Verteidigung und durch die Rüstung plus 28. Kostet aber auch weitaus mehr. Davon haben wir auf jeden Fall noch genug. Weiß nicht, ich würde vielleicht auch nochmal einen Helm kaufen oder so. Aber physische Verteidigung 13, Schild kostet nur 600. Ja komm, wir holen uns einmal den Schild, damit haben wir dann einmal physische Verteidigung und Elementarverteidigung, schätze ich mal. Aber das haben wir dann mal. Komm, machen wir einfach. Ja. Ausrüsten. Mal gucken, ob das alles so clever war. Dann können wir aber auch jetzt theoretisch unsere alten Sachen verkaufen. Verkauf, oder nicht? Genau, wir haben einen runden Schild. Warum plus 3? Nee. Hä? Ach so, da steht nur, was das gibt. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Da hätten wir aber... Warum steht denn da immer noch plus, wenn das eigentlich Minus gibt, wenn wir die anlegen? Aber ja, die machen ja gar nichts. Der gibt nur 30, aber ist egal, wir brauchen den ja nicht mehr. Verkaufen. Den Rundenschild. Nee. Rundenschild behalten. Das Faustschild behalten. So, den verkaufen. Und die Lederweste verkaufen. Gibt zwar halt auch überhaupt gar nichts. Aber ja. Trotzdem können wir damit ja auch nichts anfangen. Wenn wir das andere ausgerüstet haben, denke ich mir mal so.
Okay, jetzt gehen wir nochmal kurz speichern, damit wir das alles gesichert haben. Dann folgen wir jetzt mal Hagen, um zu gucken, was dem Meister zugestoßen ist. Du machst dich also auf die Suche nach Zanta? Ach nicht, da ist nicht Zartan, da hieß Zanta, okay. Zanta, ich muss mir den Namen mal merken. Zanta. Zanta. Hagen kam her und bat mich um Hilfe. In diesem Brief schrieb er, nach Steingrad aufgebrochen zu sein. Dort werden wir unsere Suche beginnen. Ich bete, dass er sich nur wieder auf eine unkluge Wette eingelassen hat und er seine Zeche nicht zahlen kann. Wenn Hagen aber den ganzen Weg alleine hergekommen ist, muss ich wohl das Schlimmste befürchten. Bitte seid vorsichtig, mein Mädchen. Das werden wir. Und tu nichts Unüberlegtes. Tut, was Zanta sagen würde, mein Kind, nicht aber was er tun würde. Was er sagen würde, mein Kind, nicht aber was er tun würde. Lul, okay. Vielen Dank, Dorfvorsteher. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir werden noch vor dem nächsten Mond zurück sein, mit dem Meister an unserer Seite. Weißt du gar nicht. Mach nicht solche Versprechungen. Passt auf euch auf, Meister. Wir kommen. Und so machte sich die Jägerin Harnit auf die Reise. Ihr Meister war auf der Jagd nach dem unheilvollen Rotauge verschwunden. Und nun war es an ihr, ihn aufzuspüren und nach Hause zu bringen. Welches Schicksal mochte sie wohl erwarten? Das wissen allein die Götter. Dup, 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 dup. Bevor ihr eure Reise fortsetzt, in ganz Osterra erwarten euch 7 davon. Warum nicht losziehen und nach ihnen suchen? Zusammen könnt ihr sogar die schlimmsten Feinde besiegen. Also die anderen Charaktere, die man auch hätte auswählen können, kann man als Verbündete gewinnen nachher? Oder was? Mal schauen. Aber ist schon irgendwie echt mega cool, das Spiel, ne? Also weißt du, mir gefällt es so mega. Heiltraube, geil, immer her damit. Und solange auch die Speicherpunkte relativ häufig vorkommen, wäre das damit ja irgendwie auch kein Problem, ne? Ich mag es ja normalerweise ja so Spiele auch nicht, wo man nicht speichern kann, wann man will. Aber wenn die Speicherpunkte relativ häufig kommen, dann geht das ja auch noch. Oh! Ich wurde kürzlich von einem Monster attackiert und es erwischte mich am Bein. Seither kann ich es kaum mehr belasten. Ich frage wirklich nicht gern, aber habt ihr vielleicht eine Heiltraube übrig? Ja. Ich wurde kürzlich von einem Monster attackiert und es erwischte... Ja, das haben wir doch gerade schon gelesen. Machen wir mal. Wer bist denn du überhaupt? Puh, danke. Ich denke, jetzt kann ich wenigstens wieder gehen. Ihr habt mich aus einer echten Notlage gerettet. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ihr nicht angehalten hättet. Mein Name ist Kit. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater, der verschwand, als ich noch jung war. Seid auch ihr auf der Reise? Vielleicht treffen wir uns unterwegs ja einmal wieder. Gebt gut auf euch Acht, dann wird eure Reise sicher ein gutes Ende finden. Und ich hoffe, wenn wir uns wiedersehen, merkst du dir, dass wir dir geholfen haben, Kit. Nebengeschichten. In ganz Osterra gibt es Menschen, die eure Hilfe bedürfen. Helft den Menschen des Reichs, indem ihr die Kraft der Wegeaktionen nutzt. Es gibt vielleicht mehr als einen Weg, um ihre Probleme zu lösen. Okay, nice. Dann speichern wir hier einmal ganz kurz und dann mache ich eben eine Pipi-Pause. So. Bis gleich.